Was für eine Überraschung! Komikerin Tané und DSDS-Star Juliette Schoppmann haben geheiratet. Das verkündeten die beiden Ende Januar auf Instagram, wo sie Bilder von ihrer Hochzeit posteten. Tané und Juliette hatten ihre Beziehung bislang nicht bestätigt. In den Kommentaren gratulieren nicht nur Fans, sondern auch Promi-Kollegen wie Ruth Moschner, Luke Mockridge, Giannaina Zarella oder Mandy Capristo. Tané lässt ihre Fans immer wieder an ihrem Leben teilhaben und geht offen mit ihrer Homosexualität um. Es ist halt ein wichtiger Teil von mir, so wie bei jedem seine oder ihre Sexualität. Aber eben auch nur ein Teil. Wäre schlimm, wenn das anders wäre. Juliette Schoppmann hingegen hielt ihr Privatleben bisher streng aus der Öffentlichkeit raus. Im Jahr 2003 nahm sie bei Deutschland sucht den Superstar teil. Zu diesem Zeitpunkt war sie mit DSDS-Kollege Daniel Lopez liiert. Gerüchte über eine angebliche Romanze mit No Angel-Star Lucy Diakovska im Jahr 2005 dementierte sie gegenüber der BZ. Weder Juliette noch Tané hatten sich bisher zu einer angeblichen Beziehung geäußert. Jetzt erfreuen sie uns mit dieser tollen Hochzeitsmeldung.